Dike kann also nach zwei Seiten wirken, wie eine Grenze immer zwei Gesichter hat. Einmal bindet sie das Sein selbst und hält es fest, woraufhin Parmenides beinahe die ganze Betonung legt. Dann vermag sie aber auch etwas an das Sein zu binden, das außer ihm liegt. Was auf das Sein bezogen ist, gehorcht der Dike. Dike ist diese Beziehung selbst, Klammer auf, ein Name mehr für Vermittlung, Bahn, Richtung, Klammer zu. Was nicht auf das Sein bezogen ist, sondern von ihm abgekehrt, verfänglich ans Nichtsein fallend, das ist auch ohne Dike. Bei Anaximander fällt in diesem Zusammenhang das Wort Adikia, das uns zugleich auch an sein unvergängliches Apeiron erinnern muss. Das Unbegrenzte des Anaximander braucht keineswegs im Gegensatz zu dem begrenzten Sein des Parmenides zu stehen, das ja auch das Unbegrenzte heißen könnte. Wir könnten wieder sagen, das alterslose, unsterbliche, göttliche des anaximandrischen Apeiron, Apeiro, Adanton, Deion, ist grenzenlos im Unterschied zu Punkt, Punkt, Punkt. Und schon wären wir hier bei der Grenze. Denn unterscheiden, das eine hier, das andere dort oder nur das eine, das andere, heißt eine Grenze ziehen und in der Metaphysik, deren erstes Wort es immer heißt, Anaximander gesprochen hat, handelt es sich um eine qualitätenunterscheidende Grenze. Anders wäre es, dünkt uns, keine Metaphysik. Wir können uns auch hier nicht auf Anaximander einlassen, doch können wir uns auch nicht die Bemerkung versagen, dass wir die Übersetzung to apeiron, das Unbestimmte, nicht für richtig halten, sondern etwas anderes als das Grenzenlose gemeint sein sollte. Frenkel hebt mit vollem Recht hervor, dass die Grenze bei Parmenides eine qualifizierende Bedeutung habe. Nur geht es für ihn damit, was gar nicht nötig wäre, die einfache Bedeutung der Grenze verloren. Es bleibt dann, wie auch für andere, das Bestimmte und das Unbestimmte. Und der Frage nach der Grenze wird nicht weiter nachgegangen. Die Bestimmtheit, die dem Apeiron fehlt, ist jedoch nur die der Endlichen, der gewordenen und darum wieder untergehenden Dinge. Und die fehlt auch dem parmenideischen Sein. Auch Göttlichkeit und Sterblichkeit sind Qualitäten, sogar die höchsten. Überdies liegt sie in der Natur des Unbegrenzten, nicht unbedingt auch in der Natur des Unbestimmten. Der Tod würde ein Ende, eine Grenze setzen. Das Unbegrenzte, unbegrenzt in jeder Hinsicht, ist essentiell unsterblich. Das Unbestimmte wäre es höchstens akzidentiell. Dem überlieferten Satz des Anaximander zufolge kann das Apeiron auch nicht geworden sein. Denn die Strafe allen Werdens ist der Tod. Das führt uns zu Dike und Adikia zurück. Bleiben wir dabei, dass Dike, Recht, Gerechtigkeit, Richtigkeit, um an die geläufigen Bedeutungen zu erinnern, gleichbedeutend ist mit der Grenze des Seins und allem, was sich dieser Grenze nähert. Ergänzung durch uns, vielleicht könnte man auch von Gesetz sprechen. Gesetzesgrenze. Weiter bei von Steuben. Es gehört zu den unschätzbaren Leistungen des Parmenides, dass er das so deutlich ausgesprochen hat. Wir müssen lange suchen, um darüber noch einmal eine ähnlich klare Auskunft zu finden. Selbst Augustin scheint uns hier zu verlassen. Für Parmenides ist Dike geradezu nichts anderes als Grenze und Fessel des Seins. Darin sieht er also ihre ursprüngliche Gewalt. Wenn dem so ist, muss sich daraus das ganze Spektrum von Bedeutungen entwickeln lassen, das der Dike eigen ist. Der Dike verdankt es das Sein, dass es vollkommen ist, ungeboren und unsterblich. Das ist wie der Energieerhaltungssatz Einsteins. Nichts kann, alles kann werden und entstehen und wieder vergehen, aber in der Summe, im Summenprodukt bleibt Energie und Materie.
in einem begrenzten Kosmos, den es ja nicht gibt. Es gibt keine Ganzheit. Nach Lacan, nach Parmenides schon im Kosmos, im Ganzen, sich selber gleich.